Und das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ihr könnt den Bizell Crosswave Cordless gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Um genau zu sein, ist es eine Putzroutine, meine tägliche Putzroutine. Das, was ich so täglich mache. Natürlich wische ich nicht jeden Tag, aber auch in diesem Video werde ich euch den Bizell Crosswave Cordless vorstellen. Den durfte ich jetzt nämlich testen. Ihr wisst ja, dass ich schon den Vorgänger hatte und ich habe ihn jetzt ordentlich unter die Lupe genommen, ordentlich getestet. Und das seht ihr natürlich auch in diesem Video in Verbindung mit meiner täglichen Routine. Also ich wische nicht jeden Tag, aber ich versuche schon so 2 bis 3 Mal die Woche zu machen. Leider Gottes ist mir die Anfangsdatei abhanden gekommen, deswegen nehme ich das jetzt nochmal auf. Also an dem Tag hatte ich zuvor den Abend nicht aufgeräumt, weil es mir da nicht so gut ging. Also deswegen sieht die Küche etwas rumpeliger aus, aber mir ist es schon wichtig, meine Maschine steuert gerade, geht übrigens wieder, dass es eben ja doch schon ordentlich aussieht. Also wenn ich die Wohnung verlasse, soll es schon einigermaßen ordentlich aussehen und das ist so das, was ich versuche, jeden Tag zu machen. Natürlich klappt es nicht immer, gerade wenn Ella nicht schläft und sie ist auch zurzeit super anhänglich, sodass ich das nicht immer hinbekomme. Also denk nicht, dass es bei mir immer extrem ordentlich aussieht, das nicht, aber ja, ungefähr so ist immer mein Anspruch, wenn man das so sagen kann. Aber jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir legen los und viel Spaß beim Gewinnspiel. Aufgeräumt, habt ihr ja gesehen. Den Fußboden mache ich noch zum Schluss. Hier habe ich jetzt alles ordentlich, glücklicherweise. Die Schuhe habe ich aussortiert und das Bad ist auch soweit sauber. Da ist ja jetzt nicht viel, was man machen muss. Ich habe einfach nur schnell mal das Waschbecken sauber gemacht, weil da auch immer Zahnpasta-Reste sind. Ja, das ist das, was ich eigentlich so fast täglich mache. Also ich versuche schon, dass es immer sauber ist. Hier habe ich jetzt einmal schnell durchgeräumt, einfach nur alle Sachen hoch und alles ein bisschen aufgeräumt, den Schreibtisch, die Sachen noch eingeräumt. Das ist eigentlich so das, was ich dann versuche immer zu schaffen, wenn Ella schläft. Aber momentan ist es auch so, dass sie sehr anhänglich ist, sodass ich eigentlich nichts machen kann, wenn sie wach ist. Jetzt ist sie ja bereits wach. Jetzt habe ich sie wieder zu Elias gegeben, aber ich bin ja schon fast fertig. Ich werde jetzt einmal komplett durchwischen und zeige euch dann jetzt den Bizell Crosswave. Und dann habe ich eigentlich alle Zimmer. Das andere Kinderzimmer ist jetzt gerade in Bespielung, wenn man das so sagen kann. Ja, es wird gerade bespielt, deswegen werde ich da jetzt nicht sauber machen. Aber das habe ich auch erst sauber gemacht, sodass ich dann fertig bin. Und darüber freue ich mich sehr. Dann kann ich nämlich schön in den Tag starten und weiß, dass zu Hause alles sauber und ordentlich ist. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Es muss jetzt nicht alles picobello rein sein, das nicht. Aber es muss auf jeden Fall schon so sein, dass alles irgendwie so eine gewisse Grundordnung hat. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. Hier habe ich das Wasser in den Wassertank gefüllt. Er ist geladen und jetzt geht's los. Jetzt werde ich den Boden damit reinigen. Ich habe vorhin auch noch mal gelesen, dass er die Böden auch versiegelt. Also damit kann man alles zwischen Teppich, Fliesen, Laminat, also alles Holzböden. Ich fange jetzt hier mal in der Küche an. Hier sieht man schon ein paar Flecken und das werde ich jetzt alles damit entfernen dort. Also es sind auch Flecken, die schon etwas länger dort sind. Also ungefähr, ja, ich weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal gewischt? Ein paar Tagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag wische, aber so 2 bis 3 Mal die Woche. Und wenn jetzt zum Beispiel etwas runtergefallen ist in der Küche oder ein riesiger Fleck entstanden ist, dann wische ich einmal durch. Es ist jetzt so, mit dem Gerät kommt man tatsächlich jetzt nicht so bis ganz an die Kanten, weil da ja natürlich noch ein bisschen Platz ist, aber er ist trotzdem super wendig. Das kann man dann mal
einmal im Monat machen. Also das stört mich jetzt überhaupt gar nicht. Und das Beste habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ihr könnt den Bizell Crosswave Cordless gewinnen. Das finde ich richtig toll. Ich werde euch alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox schreiben, sodass ihr dann nochmal alles genauer durchlesen könnt. Und folgt doch bitte dann auch dem Instagram-Profil von Bizell Crosswave. Das werde ich euch hier unten auch mal verlinken. Das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, lege ich jetzt einfach mal los und zeige euch das gute Stück, wie ich das so in meinen Alltag integriere. Los geht's! Life is a winding road. No telling where it. Also man sieht, alle Flecken sind weg, auch der Himbeerfleck. Und jetzt lasse ich das Ganze nochmal trocknen. Das dauert ja nicht lange, da hinten ist es schon getrocknet. Und jetzt mache ich erstmal die anderen Zimmer noch weiter. And I really wanna know, really wanna know. Das gute Stück jetzt mal, wenn ich das jetzt rausnehme, dann ist dort unten die Ladestation. So stelle ich ihn wieder rein und dann sieht man schon hier oben, dass er vollständig geladen ist. Also ich habe das jetzt hier mal rausgezogen, das ist die Flasche und da sieht man auch, bis wohin das Minimum gehen muss und Maximum. Man sieht auch, wie viel man an Zusatzmittel reingeben muss, also an Reinigungsmittel. So, das Wasser habe ich jetzt hier reingegeben und jetzt kommt noch das Reinigungsmittel dazu, das ist ja direkt von Bizell. Das war's auch schon und jetzt geht's los. If I let figure out where the road goes. Also ihr seht, es ist nichts mehr da. Also es befindet sich alles hier drin. Ich bin jetzt fertig, bin jetzt im anderen Bad. Ich werde ihn jetzt sauber machen. Das will ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Also das geht auch super easy und ich möchte euch natürlich auch die Vor- und Nachteile einmal sagen, weil ich glaube, das ist, soll auch eine ehrliche Meinung sein. Also Vorteile natürlich ist ein absolutes Zeitersparnis dadurch, dass er saugt und wischt. Also es ist ja so, dass da auch steht, es trocknet. Es trocknet ja, aber es ist danach nicht komplett trocken. Also es muss natürlich noch, genauso wie beim Wischen, danach etwas verdunsten bzw. ja trocken werden. Natürlich auch so, dass er nicht komplett bis an den Rand kommt. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da bleibt ungefähr, ja, ich würde sagen, 1 Zentimeter maximal oder ja, bleibt auf jeden Fall frei, sodass er nicht komplett bis an den Rand fährt. Er kann nicht komplett runtergeklappt werden, aber ich glaube, das ist klar. Also er kommt schon unter den Tisch, aber jetzt so ganz unter extreme Schränke oder unter die Schränke oder so, das klappt natürlich nicht. Das geht schon sehr, sehr weit, wie ich finde. Also so sieht das aus, wenn der komplett runtergeklappt ist. Und da kann man schon sehr viel mit wischen. Dann finde ich es super praktisch, dass man nicht jedes Mal das Wasser reinigen muss und nochmal den Lappen ausfringen, neu auswaschen, sondern dass es eben kontinuierlich geht. Also für die ganze Fläche von unserer Wohnung brauche ich, also ungelogen, ich würde sagen 10, 15 Minuten, wenn überhaupt. Und dann habe ich aber wirklich jeden Raum gemacht. Teppiche soll er auch machen. Das würde ich aber dann nur empfehlen, wenn die Bürste auch vorher trocken ist, sodass man damit einmal drüber geht und danach dann wischt. Ansonsten liebe ich ihn über alles. Ich finde ihn wunderbar. Ich habe ihn damals schon geliebt und ich, ja, also kabellos ist natürlich nochmal um einiges besser. Also der Akku hält auch für die komplette Wohnung und wir haben so 130 Quadratmeter oder 140, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und sieht das aus, hier haben sich dann die ganzen Haare angesammelt, das spüle ich meistens dann aus und hier befindet sich dann unten auch das Dreckwasser. Das sieht jetzt super eklig aus. Ich weiß, dass ich das einmal hier durchspüle bzw. irgendwie mit einem Lappen rausnehme. Das ist das, was ich dann mache. Dann lasse ich das Ganze trocknen und dann kann ich ihn auch laden dann in der Zeit, wenn ich ihn da reinstelle und dann kann ich ihn den nächsten Tag wieder verwenden. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Und die Sachen, die lasse ich jetzt hier einfach mal trocknen. Das war's jetzt mit meiner morgendlichen Putzroutine. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an Bizell Crosswave für die Zusammenarbeit und für dieses tolle Teil. Eine super Erfindung. Ella freut sich auch.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und so sieht es dann getrocknet aus. Also man sieht, es sind keine Streifen vorhanden, was ich super wichtig finde. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank nochmal und bis dann. Tschüss.